Moin Moin und herzlich willkommen bei Wimmelcall. Heute zu Gast bei Florian in Oberösterreich. Ja, Florian, schön, dass ich hier sein durfte. Ja, okay, du hast mir die letzten Monate mal angeschrieben, wenn ich dagegen soll ich rumkomme. Das habe ich natürlich gern gemacht. Du hast hier deinen Koi-Teich, der war früher anders. Du hast sie jetzt umgebaut auf PE-Becken. Genau. Ne? Das ist ein Fertigbecken, 1,50 tief und 2 Meter im Durchmesser, ne? 2,20 Meter im Durchmesser, ja. Ein genau. Bodenablauf, ein Seitenablauf, ein Skimmer. Genau. Ein Rücklauf. Mhm. Umwälzung passt. Genau. Hast ordentlich Fische drin. Das sind teils gekauft, teils Nachzuchten. Genau. Ja, und wie bist du zufrieden? Wie läuft's jetzt? Ja, ich bin sehr zufrieden eigentlich. Leichte Trübung ist zwar drinnen, weil einfach zu wenig Filtermaterial, also Biofiltermaterial drinnen ist. Mhm. Aber ich bin relativ zufrieden. Wasserwerte gängen einigermaßen und mache jeden Tag einiges vom Wasserwechsel. Und ja, im Wachstum bin ich auch relativ zufrieden. Für wie klein Jahr. Hast du gekauft? Oder wie Mit circa 15 cm bis 20 cm. Einige haben jetzt schon locker 25, 26. Ja, leicht. Es geht. Genau. Schöne Fische. Und bunt gemischt, alles dabei. Gemischter Bestand, ja, 1,50 tief, hast du ordentliche Tiefe drin, betreibst ja. Aber nur in dem, im Sommer, im, genau, im, nur im Sommer. Früheren Sommer, ne? Genau, und im Winter kommen uns alle in der Innenhalterung genau, mit ca. 4.000 bis 5.000 Liter. Die und gucken wir uns gleich noch an. Genau. Ja, schön gemacht, hast dir ganz viel Mühe gegeben, hast schon eingelassen, trotzdem voll isoliert das Becken. Ja. Und schöne Bank dran, wo man sitzen kann und genau. Sich die Fische angucken kann. Schon mal einer rausgesprungen? Einmal. Ja. Einmal? Ja, einmal. Der hat es aber überlebt. Die Kante ist ein Problem. Ja, das stimmt. Die Kante und ist ein Problem. Schotter. Weil dann fallen sie auf den Schotter und dann können sie meistens nicht mehr zurück. Genau. Und das ist die Kante reicht eigentlich schon, damit sie nicht mehr zurück können. Genau. Das ist meistens schon, da muss man aufpassen. Ja. Aber ansonsten, jetzt kommt ein bisschen die Sonne. Das kann ich auch bis zum Grund gucken. Genau. Ja, richtig schön. Du sagst, Wasserwerte, Biologie zu klein, gucken wir uns gleich an. Genau. Und messen wir gleich mal. Und damit wir auch Zahlen haben und gucken können, ob du damit richtig liegst. Aber gut, da haben wir schon mal drüber gesprochen, wie du die Biologie erweitern kannst. Genau. Und dann testest du das einfach mal. Ja, da haben wir schon eine gute Idee gehabt. Ja. Schauen wir mal, wie wir das machen. Da sage ich gleich noch was im Filterblock zu. Ja, aber ansonsten sehr schöne Sache. Jetzt nehme ich die Kamera mal auf die Hand und dann gucken wir uns das aus der Nähe an. Hier nun der Teich aus der Nähe. Da hinten ist die Filterkamera, es ging nur gepumpt hier. Und hier haben wir seinen Mischbestand. Gucke ich mal, wie ich es am besten raufkriege. Jetzt kommt die Sonne, sehr schön. Sehr aufmerksam, alle aktiv. Sehr schön. Alle fit, munter. Keiner liegt ab. Alle wollen fressen. Das ist schon mal sehr gut. Ein putzmunterer Bestand. Gemischt. Was hast du hier alles drin? Yamabuki. Oh, Karashi. Karashi. Alles, also alles wirklich du bunt gemischt. Chagoi. Genau. Ansatz vom Kohaku. Ja, ein sehr hübscher Bestand. Hier haben wir die Pumpenkammer. Hier kommt das Wasser vom Bodenablauf und Skimmer direkt auf die Pumpe und wird angesogen und in den Trommler mit integrierter UV geleitet. Dann haben wir hier natürlich mit einer internen Biologie viel zu wenig Biofiltermaterial. Da gucken wir uns gleich mal die Wasserwerte an, wie das aussieht. Und von hier aus geht es dann per Staudruck zurück in den Teich. Ja, Platz ist ein bisschen begrenzt. Haben wir gerade schon mal besprochen, wie wir vielleicht noch mit einer internen Zusatzbiologie im Becken arbeiten. Im Filtermaterial ist es letztendlich völlig Schnuppe, ob es im Filter oder im Becken hängt. Natürlich muss man so eine interne Lösung dann, indem man hier so einen Kasten zum Einhängen baut, der 1,30 tief ist und mit einer kleinen Belüftung dran, dass sich der Schmutz hier nicht so absetzen kann.
Dem Filtermaterial ist es letztendlich egal, ob es im Becken hängt oder im Filter. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das funktioniert gut. Man muss bloß achten, dass sich die Fische nicht verletzen können. Und man muss vielleicht alle 2-3 Monate den Kasten einmal rausnehmen und unter Teichwasser abspülen, damit sich der Dreck löst, der sich angesammelt hat, damit sich keine Schmutzecken bilden. Aber ansonsten ist es schwierig, hier jetzt noch was umzubauen und noch was extra zu machen. Aber 50 Liter bewegtes Helix bei dem Bestand wird schwierig. Gucken wir uns gleich mal die Wasserwerte an und schauen, wie es damit aussieht. Hier nun zu den Wasserwerten. Wir haben pH von 7,6, ein Sauerstoff von 7,7, was bei 19 Grad auch nicht viel ist. Und war das größte Problem, wir haben ein Ammonium von 0,05 und ein Nitrit von 0,6. Da sieht man, dass interne Filterlösung mit 50 Liter absolut nicht ausreichend sind, wie schon befürchtet. Den Fischen merkt man es in keinster Weise an, sie fressen. Aktuell akut machen wir jetzt erstmal Futterstopp, dann wird aufgesalzen, um die Nitritgiftigkeit zu senken und die Kiemen zu schützen. Das machen wir jetzt gleich mal als Soforthilfe und dann hängen wir jetzt hier mal ein paar Netzsäcke mit eingefahrenem Biofiltermaterial aus der Innenhalterung rein, um dem Ammoniumnitrit schnellstmöglich entgegenzuwirken, da die interne Lösung mit 50 Litern nicht mal ansatzweise ausreicht. Ja, das war der erste Block beim Florian. Jetzt schauen wir uns gleich mal die Innenhalterung an und dazu sehen wir uns gleich wieder. Lasst ein Follow und ein Like da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis denn!